herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe von Schrappenwald Digital. Eine Ausgabe mit dem Schwerpunkt aktuelle Bauvorhaben in der Stadtgemeinde Schrappenwald. Erstens Glasfaserbau hier bei uns in der Stadtgemeinde im Rätselland. Zweitens Stadtzentrum 4.0, der Bau des Gasthauses. Drittens Stadtamt Obermarkersdorf, Stadtamt Stadtgemeinde Schrappenwald, hier in Obermarkersdorf der Umbau, der gerade vonstatten geht. Und viertens auch der Neubau des Grünschnittplatzes bei der ehemaligen Kläranlage. Und fünftens aktuelle Termine und Ereignisse. Starten wir mit erstens Glasfaserausbau im Rätselland. Wir haben schon über 50% der Bautätigkeiten, die in der Ausbaustufe 1 notwendig sind, geschafft. Herzlichen Dank auch an Sie alle. Viele von Ihnen haben immer wieder mit Kaffee, Kuchen, mit Getränken die Bauarbeiterinnen und Bauarbeiter hier wunderbar unterstützt. So konnte das Projekt auch wirklich reibungslos bislang vorangehen. Das Projekt wird denn nicht betrieben direkt von der Stadtgemeinde, sondern vom RL Glasfaser Rätselland. Das bedeutet, das ist ein Projekt, das nicht direkt von uns passiert, von der Stadtgemeinde Schrappenwald, sondern von einem Trägerverein bzw. einer GmbH. Hier werden in Summe weit über 10 Millionen Euro verbaut und in der Stadtgemeinde Schrappenwald, wenn man das so teilen kann, ca. 2 Millionen Euro. Das heißt, es ist ein Jahrhundertprojekt, wenn Sie so wollen, für die Stadtgemeinde Schrappenwald. Daher auch danke, dass Sie das eine oder andere Malheur, das passiert hier auch, uns verzeihen. Es dauert halt manchmal ein bisschen länger, weil man Umwege fahren muss oder weil vielleicht auch etwas Staubentwicklung und Lärmentwicklung da ist. Herzlichen Dank. Wir gehen davon aus, dass wir zu Beginn des kommenden Jahres schon alle angeschlossenen Häuser belichten können. Das bedeutet, das ultraschnelle Internet sollte dann schon da sein. Im Herbst spätestens möchten wir auch die Anbieter präsentieren und dann können Sie schon wählen, wo möchten Sie hingehen, wenn Sie angeschlossen sind oder sich angemeldet haben. Herzlichen Dank noch einmal für Ihre Unterstützung. Zweitens Stadtzentrum 4.0. Sie haben schon gesehen, der Zubau wurde schon gemacht. Der Zubau natürlich akkordiert mit dem Bundesdenkmalamt. Das bedeutet, wir sind aktuell dabei, die Fußbodenheizung wird soeben ausgelegt und bald kommt eben der Estrich. Das heißt, wir gehen davon aus, dass ein Start am 2. September mit dem Gasthaus möglich ist, wenn die Bauwirtschaft will sozusagen. Drittens, Umbau des Stadtamtes. Sie haben es vermutlich schon gelesen in der letzten Schrappenthaler Nachrichten, also in der letzten Ausgabe. Das Stadtamt soll ja umgebaut werden. Auch hier geht es darum, die Serviceorientierung zu erhöhen. Hier geht es darum, dass Sie als Bürgerinnen und Bürger hier besser sozusagen von uns nochmal serviciert werden. Aber es geht auch darum, dass die Büros besser beheizt werden. Bislang wird hier nämlich mit Strom geheizt. In Zukunft soll das Ganze an das Fernwärmenetz hier in Obermarkersdorf angebunden werden und wir schaffen weitere Einzelbüros, sodass wir auch effizienter Dinge abarbeiten können. Viertens, Grünschnittplatzes. Also wir haben ja Gott sei Dank, und das konnten wir ja schon, die Mischwasserbehandlung umgestellt und sind ja dem GAF, also dem gemeinsamen Abwasserverband Pulkau, Schrappenthal, Billersdorf, beigetreten, konnten hier die gemeinsame große Kläranlage in Pulkau schon feierlich eröffnen. Und jetzt geht es darum, noch die letzten Pumpwerke in der Stadtgemeinde umzubauen. Und im Zuge dessen wird auch in Obermarkersdorf ein Grünschnittplatz errichtet. Warum? Ja, wir als Stadtgemeinde haben natürlich selbst sehr, sehr viel Strauchschnitt und den müssen wir ja selbst auch immer wieder entsorgen und natürlich ordnungsgemäß entsorgen. Und das Problem hierbei ist, es kostet und bindet sehr, sehr viel Zeit und Geld, denn unsere Bauhofmitarbeiter fahren sehr, sehr oft wohin an korrekte Strauchschnittplätze, wo man das entladen kann. Die behördlichen Auflagen hier und auch Kontrollen werden zunehmend intensiver und daher haben wir gesagt, errichten wir selbst einen Strauchschnittplatz, von wo sozusagen der Strauchschnitt dann professionell entsorgt werden kann und abgeholt werden kann. Wir wollen aber diesen Strauchschnittplatz nicht nur für uns bauen, weil wir brauchen das natürlich als behördliche Einrichtung bzw. als kommunale Einrichtung. Wir wollen auch Ihnen, den Bürgerinnen und Bürgern, den Strauchschnittplatz zur Verfügung stellen. Wir gehen auch hier sozusagen von einer Fertigstellung Ende des Sommers, Anfang des Herbstes aus und werden Sie dann noch informieren, wie und wann können Sie dort Ihren Strauchschnitt in Haushaltsmengen, in Privatmengen
ablagern bzw. entsorgen. Also auch das kommt bald. Also das vierte große Bauvorhaben, das wir soeben haben. Sie sehen vier intensiv große Bauvorhaben, die zurzeit hier bei uns anstehen, und alles wird aber in den nächsten Monaten sozusagen fertiggestellt und dann wird es etwas ruhiger werden und Ruhe einkehren. Fünftens noch aktuelle Termine und Ereignisse. Schauen Sie bitte immer wieder auf unsere Webseite www.schrattental.at, dort haben Sie den Kalender. Nützen Sie auch unsere App Game2Go. Ich möchte noch auf ein Ereignis hinweisen, und zwar auf die Retzer Weinwoche, die wieder Anfang Juni startet. Und hier lade ich Sie ganz, ganz herzlich heuer natürlich ein, denn wir haben den Winzer des Jahres aus der Stadtgemeinde Schrattenberg, wir haben den DRC-Champion aus der Stadtgemeinde Schrattenberg und zahlreiche andere gute Weine dürfen wir aus der Stadtgemeinde Schrattendal, aus Schrattendal, Obermarkersdorf und Weizendorf dort verkosten und präsentieren. Nützen Sie bitte unbedingt auch den Tag der Stadtgemeinde Schrattendal, den Samstag bei den Weintagen, und besuchen Sie uns dort. Alle weiteren Termine und so weiter finden Sie auf der Webseite. Ihnen allen einen guten Sommerstart, und ich freue mich, Sie das eine oder andere Mal irgendwo bei einem Fest oder sonst wo begrüßen bzw. begrüßen zu dürfen, beziehungsweise ich mich mit Ihnen austauschen zu können. Alles, alles Gute und hoffentlich bis bald.